Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und etwas Zeit für dich nimmst, um in dein Gleichgewicht zu kommen. Dein Gleichgewicht ist unwahrscheinlich wichtig in deinem Leben. Es ist so essentiell, dass du beginnst, dein eigenes körperliches System und seine einzelnen Ebenen zu regulieren. Denn vielleicht leben wir alle so häufig am Limit. Genau aus diesem Grund teile ich heute mit dir eine kleine SOS-Meditation, die dir dabei helfen kann, in schwierigen Situationen für dich selbst eine Regulation deines Systems zu bewirken und gleichzeitig dich wieder in einen sicheren Raum hineinzuholen. Diese Übung eignet sich sehr gut, dass du einzelne Aspekte dieser Meditation in deinen Alltag mitnimmst. Wenn dir ein Bild gefällt oder eine kleine Übung, eine Bewegung, dann nimm sie mit in deinen Alltag. Nutze sie für dich, um dein System, dein körperliches System immer wieder zu regulieren und dich wohlwollend in ein Gefühl der Sicherheit zurückzuholen. In diesem Sinne lade ich dich jetzt ein, es dir bequem zu machen, vielleicht noch einen ganz großen Schluck zu trinken und diese Meditation anzuwenden. Denn als SOS-Meditation dient sie natürlich für die Momente, wo du sie besonders brauchst. Jedoch können wir nur dann Dinge wirklich nachhaltig anwenden, wenn wir sie bereits schon kennen, wenn unser System sie kennt. Denn unser Gehirn strebt immer nach Sicherheit und das, was es kennt, gilt als sicher. Übe also die Aspekte dieser Meditation so häufig wie möglich in deinem Alltag. Und ich freue mich schon, wenn du mir im Anschluss erzählst, was diese Aspekte oder die gesamte Meditation für dich bewirkt hat. Nun lass uns reinstarten in diese Meditation. Habe ganz viel Freude und fühle dich sicher. Hallo, ich grüße dich zu dieser kleinen SOS-Meditation, die wir heute gemeinsam hier durchführen. Wichtig ist, dass du diese Meditation für dich auch als diese in deinen Alltag integrierst. Also nicht darauf wartest, dass wirklich mal die Situation eintritt, dass du diese Meditation für dich durchführen möchtest, sondern dass du sie schon vorher einige Male für dich ausprobiert und geübt hast. Eine Ressource, die in Situationen wirken soll, in denen wir sie brauchen, darf vorher integriert sein in deinen Alltag. Du darfst also üben, 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 üben und dir vielleicht eine kleine Ressourcenbox, eine kleine Ressourcensammlung anlegen, in die du genau diese Meditation mit reinpackst. Dass du es dir vielleicht auf einen kleinen Zettel schreibst, wo drauf steht SOS-Meditation von Marie im Bewegungskind-Podcast oder ähnliches. Oder dir ein Vermerk machst, in welchem Portal du diese Meditation gehört hast oder hören möchtest. Wenn du diese SOS-Meditation nun in deinen Alltag integriert hast, sie vielleicht ein paar Mal ausprobiert hast, darfst du sie für dich anwenden. Das heißt, du musst nicht die geführte Variante immer wieder und immer wieder durchführen. Es genügt, wenn du weißt, was du zu tun hast. Vielleicht sind die einzelnen Aspekte für dich sehr hilfreich, insgesamt jeden Tag in deinem Alltag etwas mehr Regulation für dich zu finden. Und deswegen lade ich dich ein, einfach die einzelnen Dinge mitzunehmen und für dich alleine anzuwenden. Anzuwenden, wenn du merkst, dass du auf der Arbeit eine kleine Pause brauchst,
wenn du spürst, dass du gerade einfach Zeit hast dafür und tendenziell eher zum Handy greifen würdest, um irgendwas zu googeln, irgendwas nachzuschlagen, dann kannst du diese kleinen Übungen, Teile dieser Meditation für dich anwenden. In diesem Sinne habe ich jetzt ganz viel gequasselt. Wir starten jetzt rein in die Meditation und hierfür lade ich dich ein, dass du einen bequemen Sitz einnimmst. Du kannst dich alternativ auf einen Stuhl setzen. Wenn du Herausforderungen haben solltest mit der Lende, dann polster dir den Rücken ganz sanft mit einem Kissen aus. Du musst nicht aufrecht sitzen, wenn es dir Probleme bereitet, wenn es dir Schmerzen bereitet. Sei es dir selbst wert, dass du ganz entspannt jetzt sitzt. Vielleicht ist auch ein Schneidersitz, so wie bei mir, die richtige Variante für dich. Und wenn Sitzen gar nicht geht, dann leg dich einfach hin. Du darfst es dir richtig bequem machen, sodass du dich sicher fühlst, weil das ist bei dieser Art der Meditation sehr, sehr wichtig. Wenn du dann soweit bist, lade ich dich ein, ganz bewusst die Augen offen zu halten und einen Moment zu nutzen, um in diesem Raum anzukommen, ganz gleich, wo du gerade bist. Beginne ganz langsam mit deinen Augen den Raum zu erforschen, ganz so, als wenn du in einem Museum bist und all das jetzt zum ersten Mal siehst. Mit der Bewegung deiner Augen nimmst du den Kopf mit und bewegst ganz langsam wie in Zeitlupe, jetzt deinen Blick gemeinsam mit deinem Kopf. Sehe dich einmal um und sehe alle Details. Vielleicht siehst du Strukturen an der Wand, siehst Unebenheiten auf dem Boden, siehst Dinge, die du bevor du diese Meditation durchgeführt hast, noch nicht gesehen hast. Denke daran, in alle Richtungen zu schauen, auch hinter dich. Und nach unten. Und nehme wahr, wie du in diesem Raum dich befindest. Ich lade dich ein, dass du jetzt ganz bewusst an deinem Körper hinabblickst und einmal siehst, wie du hier sitzt oder liegst oder dich positioniert hast. Sehe einmal die Bewegung deines Atems an deinem Körper und spüre deinen Körper. Und mit geöffneten Augen sagst du im Stillen zu dir selbst oder auch laut: Ich bin sicher. Der Boden unter meinem Körper ist stabil und sicher. Die Wände, die meinen Körper umgeben, sind stabil und sicher. Die Decke über mir ist stabil und sicher. Ich befinde mich in einem sicheren Raum. Ich bin hier, ganz geborgen und sicher. Alles um mich herum ist sicher und gibt mir ein Gefühl von: Ich darf hier sein. Und im nächsten Moment nimmst du einen ganz tiefen Atemzug und richtest dich wieder ganz entspannt auf,
oder begib dich in eine neutrale Position und lenkst deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Vielleicht spürst du, dass du einen tiefen Atemzug jetzt nehmen möchtest. Vielleicht möchtest du auch seufzen. Spüre deinen Atem. Und falls du den Impuls bekommst, deine Augen jetzt zu schließen, dann gehe diesem nach. Auch wenn du deine Augen geöffnet halten möchtest, ist das vollkommen in Ordnung. Du gehst deinen Weg. Gehst diesen Weg, der sich für dich jetzt in diesem Moment am sichersten anfühlt. Atme tief. Atme genau in die Art und Weise in deinen Körper hinein, die sich für dich gut anfühlt. Und spüre noch einmal um dich herum, wie sich der Boden anfühlt. Wie sich der Untergrund, auf dem du dich befindest, anfühlt. Spüre, ob er weich ist, ob er hart ist, stabil oder nachgiebig. Spüre einmal um dich herum die Umgebung. Spüre, dass dieser Raum mit Luft gefüllt ist. Und spüre, dass die Schwerkraft aktiv ist. Spüre das Gewicht deiner Kleidung auf deiner Haut. Und spüre, wie die Schwerkraft deinen Körper hier hält. Du bist sicher. Du bist geborgen. Du bist gehalten. Und immer wenn sich ein tiefer Atemzug sich anbietet, sich richtig anfühlt, gönne ihn dir. Nehme einen tiefen Atemzug immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Lenke nun deine Aufmerksamkeit an eine Stelle in deinem Körper, die sich sicher anfühlt. Vielleicht ist es nur ein ganz kleiner Bereich, vielleicht auch eine größere Fläche. Ganz ohne Bewertung lenkst du ganz intuitiv deine Aufmerksamkeit zu diesem Bereich deines Körpers. Nehme einmal diesen Bereich wahr und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie dieser Bereich in einer bestimmten Farbe erleuchtet. Spüre diese Farbe an diesem Teil deines Körpers. Und spüre, dass diese Farbe Sicherheit ausstrahlt für dich. Sehe diese Farbe, lasse sie vor deinem inneren Auge ganz leuchtend erstrahlen. Spüre diese Farbe, wie sie in deinem Körper existiert. Wiederhole nun noch einmal für dich im Stillen oder laut. Ich bin sicher. Ich bin geborgen. Der Boden ist sicher. Die Wände sind sicher.
Die Decke ist sicher. Alles um mich herum ist sicher. Und in meinem Körper gibt es einen sicheren Ort. Und diesen sicheren Ort spüre ich jetzt. 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 Vielleicht möchtest du einen tiefen Atemzug nehmen und wenn es sich richtig anfühlt, lasse diese Farbe der Sicherheit in deinem Körper sich ausbreiten. Lasse sie in deine anderen Bereiche des Körpers hineinfließen, fließen, fließen. Und spüre dich. Spüre, wie du erfüllt bist von dieser Farbe. Und dass diese Farbe über deine körperlichen Grenzen hinaus fließen, fließen, fließen. Alles darf sein. Alles ist richtig. Und in diesem Moment lässt du über diese Farbe, die in diesen Raum hineinfließt, deine Aufmerksamkeit wieder um dich herum landen. Stell dir vor, dass dieser Raum erfüllt ist von dieser Farbe, die sich für dich sicher anfühlt und dass du selbst umgeben bist von dieser Farbe. Um dich herum und in dir existiert diese Sicherheit in diesem Hier und Jetzt. Und in diese Sicherheit hinein atmest du jetzt in der Geschwindigkeit, wie es sich richtig anfühlt. Und mit jedem Atemzug kommst du ganz langsam noch mehr mit deinem Bewusstsein in diesem Raum. Und wenn du deine Augen geschlossen hattest, lade ich dich ein, ganz langsam sie, wenn es sich richtig anfühlt, wieder zu öffnen und zurückzukommen in das Hier und Jetzt. Vielleicht fühlt es sich richtig an, sich jetzt zu recken und zu strecken, deine Hände zu bewegen, deine Füße, deine Finger und dich in alle Himmelsrichtungen zu bewegen. Und vielleicht nimmst du einen Aspekt dieser kleinen Übung für dich mit in deinen Alltag. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe so sehr, dass diese Meditation dich geerdet hat, dich in Sicherheit gehüllt hat und dass du für dich dieses Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit den restlichen Tag für dich integrieren kannst. Noch einmal die Bitte, nutze die einzelnen Aspekte und übe sie. Umso häufiger du sie anwendest, desto eher wirst du auch in Notsituationen, in Situationen, in denen es dir nicht gut geht, in der es massiven Stress gibt für dich, anwenden. Wenn du etwas bereits geübt hast, fällt es dir so viel leichter, diese Dinge für dich zu integrieren. Solltest du Fragen zu dieser Übung haben oder mir auch gerne dein Feedback dalassen wollen, dann melde dich sehr gerne bei mir, verbinde dich mit mir. Nutze hierfür sehr gerne Instagram oder auch meinen persönlichen Kontakt unter mariedittrich@bewegungskind.com. Auch über meine Homepage kannst du mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich auf jeden Fall riesig von dir zu hören, zu sehen, wer dahinter steckt, hinter all den Zahlen, die mittlerweile diesen Podcast hören. Ein riesiges Geschenk kannst du mir machen,
indem du mir eine Handvoll Sterne in deiner Podcast-App gibst für diesen Podcast, denn das hilft mir, noch mehr an Reichweite zu gewinnen, dass dieser Podcast auch Menschen angezeigt wird, die diesen noch nicht kennen. Auch wenn du Folgen teilst mit lieben Menschen, die vielleicht gerade noch an einem Punkt sind, wo sie nicht weiter wissen, dann hilft das mir ungemein weiter. Ich freue mich, insgesamt von dir zu hören und mit dir in den Austausch zu kommen, denn der gemeinsame Austausch hilft uns allen weiter und es ist mir ein Herzensanliegen, die Menschen auch zu sehen, die hier mit mir über diesen Podcast in Verbindung treten. Ich danke dir von Herzen, dass du ein Teil dieses Podcastes bist und möchte dich daran erinnern, du bist es so sehr wert, in deinem Leben glücklich und gesund zu sein. Bleibe bewegt. Deine Marie.